So, mal gucken, wen wir hier alles finden. Okay, also hier finden wir auf jeden Fall einen funktionierenden Ventilator. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber... auf jeden Fall sind wir hier nicht allein. So, hier kommen wir nicht lang. Wir können hier die Kiste verschieben. Da oben war eine Leiter auf jeden Fall. Achso, und das war der Raum hier. Super. Da wohnt einer drin, den will ich nicht stören. An dich erinnere ich mich auch noch. Du hast mich auch einmal umgenatzt. Ah! Das weiß doch zu gefallen. Lässt du mich raus? Achtung, hinter dir! Ja, brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Ach ja. Also irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Ich meine, die, die Half-Life schon früher mal gespielt haben, die werden wissen, dass das die Sterbeanimation in der deutschen Version war. So, dass sie sich einfach mal auf den Boden gesetzt haben, nichts weiter getan. Aber teilweise habe ich hier dann halt auch schon Leute am Boden liegen sehen. Ich bin ein bisschen irritiert. Um mal so zu sagen. Scheinbar wurde das nur nachträglich in der deutschen Version reingepatcht und da waren sie wohl nicht gründlich genug. So, meine Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich hier durch? Vielleicht auch über den Umweg, den ich hier vorhin hätte nehmen sollen. Immerhin haben wir jetzt auch eine Schrotflinte. So, hier war das, ne? Hier muss ich wahrscheinlich das kleine Kistchen noch ranschieben, damit ich auch hochgehoppt komme. Ja. Ach ja, jetzt sind wir hier. Und brechen hier doch mal das Gatter auf. Oder auch nicht. So. Heiß. Ja, ach, ich rette dich. Okay. Was wird das denn hier? Was war denn? Ach da. Also auf jeden Fall ist er ein Turret. Wahrscheinlich liebend gerne auf uns schießen würde. Ein Horror weniger auf dieser Welt. Da sagst du was. Nix wie raus hier. Ja. Hab noch einen erwischt. Hast du fein gemacht. Eigentlich sind wir jetzt nicht mehr alleine. Wir haben jetzt hier endlich mal jemanden dabei, der auf uns aufpasst. Wir, der arme kleine Wissenschaftler. Und hier, der gut ausgestattete. Ja. Ist schon merkwürdig, ne? Wenn man zum ersten Mal da runter guckt. So, los. Ja, was habt ihr denn hier vor? Okay. Das
klingt aber merkwürdig. Erst sich da im Kämmerlein verstecken und dann so merkwürdig wie euch. Was habt ihr denn vor? Ziel auf den Kopf. Die liegen am Kopf? Das hier, ne? Das ist ein gutes Versteck. Das war ich. Meine Lorbeeren. Mann, hast du den Schuss gesehen? Ja, war ja auch von mir. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Für ein paar Stunden Schlaf würde ich meine rechte Gehirnhälfte hier geben. Ich mich drauf wetten. Nette Diskussion. So. Es ist natürlich die spannende Frage. Hä? Das war hier. Da kannst du was sagen. Rein daneben geschossen. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. So ein komisches kleines Kräppchen. So, Mumpeln sind alle von der Schrotze. Aber die gute alte Pistole tut's auch. Ich bleib hier und bewache das Gebiet. Nö. Okay, ich werde Deckung geben. So ist besser. Kommen wir nicht von hier? Ich habe gerade eine Nachricht auf einem Gesicht. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Bleib einfach bei mir. Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Siehste? So. Sektor D, Admin 2. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Was geht? Warum rennst du da rein? Ach, Menno. Explosives. Funktioniert sogar. So, ich schieße überall hin, nur nicht auf diesen komischen Typen hier. So. Der Weg ist frei. Weiter geht's. Ist ruhig hier. Ah! Hallo? Hey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben! Ja, hab ich vor. Alles kommst du mit? Los. So, ich muss mir erstmal hier wieder verarzten. Eine Bandage rum und so. So, müssen wir hier lang oder müssen wir hier runter? Aber spontan würde ich ja sagen, wir gehen nach oben. Es ist. Wir lassen den mal hier den Arzt begrabbeln und gehen einfach mal weiter. Wehe, du wächst ihn. Ach ja, wie gut, dass du auf mich hörst. Dann kannst du hier die Schweinerei auch alleine wegmachen. Ja, damit. Ja. Da komm, da ist doch noch einer, den sehe ich doch. Super.
Mann, hast du den Schuss gesehen? Astrein hast du das gemacht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dir verboten hatte, auf die zu schießen. So, kommen wir hier durch? Und wenn ja, was wollen wir hier? So, 15 Mumpen habe ich noch. Da fällt doch bestimmt gleich was durch die Decke. Nö. Noch zwei von den Knalltüten. Hier, geh du mal vor. Vorgehen sollst du. Komm. Hopp. Du hast hier einen Körperpanzer an. Ich habe hier nur so einen komischen Wissenschaftsanzug. Da, Gitter. Siehst du mal, du bist sogar treffsicherer als ich. Das war knapp. Da ist noch einer, hast du ihn nicht gesehen? Da, der da. Der geht ja da echt in Nahkampfdistanz ran. Na gut, er hat die Sicherheitsausbildung genossen, nicht ich. Der wird schon wissen, was er tut. Na? Naja, erstmal ein Kaffee. Komischer Kaffeehersteller. So, kommen wir hier rein in die Gefriertruhe. Auf jeden Fall eine Pfütze. Und jetzt ist hier zu. Schreiten das Vieh so? Ist hier zu? Warum auch immer? An das Fleischding komme ich ja auch nicht vorbei. Doch. Ach Mist. So. Jetzt können wir hier hochklettern. Jetzt können wir hier hochklettern. Das Ding zerpflücken. Und haben quasi gar nichts gewonnen, außer dass wir jetzt hier oben sind. Und so ein Spuckvieh sehen. Naja, schieben wir noch ein paar Kugeln ins Gehäuse. Und in den Gegner Spuckvieh. Da ist ein Hebel. Da ist das, 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 das. Hier ist ein Hebel mit einem roten Licht. Das verleitet doch förmlich daran, zu ziehen. Fährt hier so ein Ding rüber. Was bringt mir das? Ach, da ist doch. Wie kam ich denn da hin? Musst du auch hier leider hoch, oder? Was dann? Wirst du wohl. So. Komme ich dann dahin? Fährt das hier dran vorbei? Nee. Es fährt da hinten vorbei. Aber hier kann ich dann lang. Super. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich finde das gut. So, steigen wir mal hier ein. Schubst den ganzen Kisten hier runter. Hier ist ganz schön dunkel. So muss ich das anhören. Ah. Warum steht das Ding da so rum neben dem Arzt?
Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das sollte eine Animation triggern, die einfach nicht triggert, weil ich zu doof war, da lang zu gehen. Man weiß es nicht. Was ist denn hier los? Da liegen Mumpen. Da liegt ein Schädel. Da liegen Knochen. Da ist eine Wanze. Na komm mal her. Hier liegen noch mehr Knochen. Ich meine, letztendlich müssen die Dinger ja schon länger hier sein. Wenn hier schon abgenagte Knochen liegen. So, und hier war doch eine, genau da, ne, die Leiter. Dahin? Wohin? Dahin. Nur wie? Das war so gewollt. Ich dachte, jetzt ehrlich, das Ding war tot. So, wo müssen wir lang? Hier? Nee. Gehen wir auch einfach mal hier lang. Hier ist ganz schön dunkel. Oder kommen wir von hier? Wie war denn das? Nee, wir kommen also definitiv nicht von hier. Und wir rennen jetzt hier lang. So, brechen wir mal hier wieder aus. Renn nicht da lang. So. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Dann verzieh dich lieber nach oben. Ja, kommst du mit? Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Dann machen wir das. Kommst du auch mit hier durchs Treppenhaus? Also ich hoffe, ich kann Ihnen etwas gegen die Schmerzen geben. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, du bist Arzt. Sie sehen schrecklich aus. Stillhalten, das tut kein bisschen weh. Das sieht auch kein bisschen brutal aus, wie du mir die Riesenspritze direkt in den Magen rammst. Ja, also dann los. Ja, dann kommt mal hier mit hier, ne? Weiter gehe ich nicht. Ja, dann hier. Sie haben keine Ahnung, was hier los ist, stimmt's? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was hier los ist. Und das ist auch gut so. Ich bin hier nur ein armer kleiner Azubi. So. Brutalstmöglich daneben geschossen. Naja, dann müssen wir eh nicht lang, ne? Hallo, mach's auf. Auf hier, Tür und so. Nicht weggehen. Ganz schön unhöflich, der Typ da hinten. Naja, gehen wir mal hier lang. Freeman, ich hätte gedacht, dass Sie daran leben sind. Was ist hier los? Erst einen Hechsprung durch die Scheibe machen und dann Smalltalk führen wollen, oder wie? Na gut. Das will ich haben. Komm ich hier durch? Jo, ich kletter hier durch die Scheibe. Und fühle mich plötzlich wieder gesund. Sachen gibt's. Ah! So. Ich glaube, der Fahrstuhl tut's nicht mehr.